So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend auch die zweite Raid Mania. Raid Mania. Ihr wisst, wer den Kanal verfolgt, der weiß ja, wie es läuft. Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Und heute Abend gibt es die Raid Mania, also die Raid-Stunde. Jeden Mittwoch 18 bis 19 Uhr erscheint der aktuelle 5er-Boss an jeder Arena. Das ist eine Ultra-Bestie namens Katagami, den man auch gut solo bezwingen kann. Ich nehme heute Abend wieder eure Einladungen an. Ich werde aus keiner Lobby rausgehen. Selbst wenn ihr alleine seid und mich einladet, bleibt drin, wenn ich reinkomme. Denkt nicht, wir schaffen das nicht. Selbst zu zweit besiegen wir den locker. Dafür werde ich schon sorgen, sodass jeder seinen Raid Mania-Punkt bekommen kann. So. Das aber heute Abend, also Raid Mania, ich bin gespannt, vielleicht kommt ja diese Woche das 100 da. Ansonsten würde ich sagen, nicht lang schnacken, ne? Wir kommen jetzt zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Crank. Und ich sage jedes Mal, eigentlich müsste jedes Bild, was Crank zeigt, Schocker der Woche sein, weil das bei ihm einfach immer übelst krank ist. Aber Crank schickt ja nie selber was rein. Der postet das immer nur in den Telegram-Fanchat. Da habe ich es mir jetzt erlaubt, wieder mal ein Bild rauszunehmen. Und deswegen kann es nie Schocker der Woche sein, weil er es nie selber einreicht. Hat er nicht nötig? Macht er nicht. Ich wollte euch das trotzdem mal zeigen. Der hat einfach schon wieder an einem Tag 200%ige Katagami bekommen. Ich habe noch gar keins. Er hat an einem Tag gleich 200er. Eins mit Wetterboost, eins ohne. Und das ist nicht einfach ein nutzloses Pokémon. Das ist der beste Pflanzenangreifer dann, den wir im Spiel haben. Also er gönnt sich hier schon wieder richtig. Hat eins auch schon wieder auf Level 50 gepusht. Krang ist einfach eine kranke Sau. Mehr muss man dazu nicht sagen. So, weiter hier. NetGhost zeigt uns Kartana und Celesteela. Wie die ursprünglich ausgesehen haben vom Design, sage ich mal dazu, haben sich jetzt ein bisschen abgeändert. Verwechslungsgefahr, guckt genau hin, dass ihr das nicht hier irgendwie... Leon hat schon wieder neues Merchandise erstellt von Rams der Dicke, was ein bisschen gequält aussieht. Guckt euch doch mal das arme Pikachu an und der arme Ramses dazu. Dann Ivermilde Glücksfreunde. Ich glaube zu den letzten Bildern, den letzten Designs hat keiner was gesagt. Also kein Feedback für Leon. Ich habe gesagt, das lohnt sich nicht. Wir brauchen keinen Merch. Die Leute, doch, wir brauchen Merch. Leon macht Merch. Keine Sau interessiert sich dafür. Hier zweites Bild. Keiner sagt was. Obwohl, selbst da sage ich, das ist sehr traurig. Sowas würde ich mir gar nicht kaufen. Ivermilde Glücksfreund geworden. Dann Lennart hier. Ich war schneller als der Pokéball. Shiny Magnetilo. Oh, das kam unerwartet. Inbus. Ist aber ein Shiny Bronzel aus dem Abenteuerrauch. Dann bin ich mit Taiwa Glücksfreund geworden. Der Bierschanga hat einen Shiny Flapterix ausgebrütet. Sehr gut. Ist auf jeden Fall auch ein seltenes Shiny, weil man das ja auch nur brüten kann. Genauso wie Galappa Floss. Beziehungsweise könnt ihr es eigentlich mittlerweile auch aus in der Wildnis fangen. Aber die spawnen ja nie und sind selten. Also zu einem Event mit Shiny Einführung waren die in Eiern. Aber hat kaum jemand bekommen. So, Galappa Floss fehlt mir noch komplett, die ganze Familie. Dragonite auch Glücksfreund geworden. Bierschanger nochmal, C-Day Fang, Shiny Tanzer, Alexander Aringer, Dankeschön, Ramses, aus deiner Mega Raid Einladung gleich ein fast 100er Shiny, ist nämlich ein 96er Shiny Stolos. Nochmal der Alexander Aringer, kurz vor den C-Day noch ein 100er eingetütet, hat er aber erlöst. 100er Nagelots. Erlöst das nicht, das ist jetzt Krypto viel stärker, man macht so vieles damit. Mir fällt nichts ein, was man damit macht, deswegen erlöst das ruhig für die Familie. Beste C-Day-Ausbeute beim Alex, 100er Kiesling. Dann Chef 24 für 14 Minuten Rampenlichtstunde nehme ich das. Der hat die ganze Zeit irgendwie Probleme gehabt, der kam nicht ins Spiel, konnte insgesamt von der Stunde nur 14 Minuten spielen und hat dann 100er. Shiny bekommen, ist also eigentlich passabel. Da würde ich auch nur 5 Sekunden spielen, wenn ich dann sowas bekomme. Weiterhin schäfe nochmal meine Auswahl der letzten Woche und ein zweites Limfu 100er innerhalb einer Woche. Schon cool, die Shiny Seeday, die spare ich mir. Davon kriegst du bestimmt genug, aber auch nicht so viele Seeday Shinies dann mit rein. Er hat hier noch 100er Bronzel, Linfu, wie gesagt, Kiesling und eben das Stolunia, was ihr hier schon gesehen habt. Linfu immer noch Highlight, Linfu habe ich auch nicht. Täglicher Rauch bei Jenna hier, ein Abenteuerrauch nach Tara.
ein Wheelie, ne, hat sie hier gemacht, mit ihrem Fahrrad. Dann hier Feldforschungsdurchbruch, Flunschlick 100%, Zickzacks, Shiny, Stollos aus dem Mega Raid, Shiny 100%, Noise, ne, aus Magnetilo. Dann hier haben wir noch Gotcha war brav, Shiny Tansa. Hat sich gelohnt, in der Innenstadt zu spielen, auch in der Spotlight-Stunde 4 Shiny Studunio mitgenommen. Sören hat den Mega Bug. Hatte eben einen merkwürdigen Bug, ausgelockt, wieder eingeloggt, dann ging es wieder. 3.373 Pokémon von 2.600. Da werde ich mal Platz machen und aufräumen. Hatte ich auch letztens, haben sie wieder gesagt, Spiel ist kaputt. Der neue Gelbe hat wieder zugeschlagen, Sören, 100er Pikachu. Auch der Magikor, hier Flunschlick, Gala, Durchbruch, Sören, Azubi, wieder vom Zweiten. Ist das überhaupt Durchbruch? Das ist gar kein Durchbruch. Hä? Warte mal, die Bärenfalle ist im Durchbruch. Das heißt, das andere 100 davon vorhin war nicht im Durchbruch. Das war was anderes. Das war was Normales und das ist aber im Durchbruch und kann shiny sein. Hört nie auf Leute, die im Internet was reden. Die reden immer nur Mist. Wieder vom zweiten hier, 100er Naskelett. Auch Sarina hat uns gezeigt, was sie hier Schönes hat. Vielen lieben Dank nochmals für das Mauzi. Das tat ich noch nicht. War einer von den zwei Gründen, die 7 Kilometer Eier zu brüten. 100er Tanel, Magnetilo, Rotomurf, Sander, dann den Zapdos gefangen, Gala Zapdos gefangen und natürlich das Mauzi aus dem Ei. So, wie aus dem Ei gepellt. Dabi hier auch ein Tansa, Shiny, Aluhut, Slimer, Shiny, Aluhut, Flurmel, Shiny, Aluhut, Nasgnet, Shiny, dann Aluhut, Snubbel, 100. Aluhut, Tansa, Shiny, Wetterboost, Aluhut, Bronzel, 100, Katagami beim John Müller. Jetzt werdet ihr sagen, das ist doch gar kein 100er. Nee, aber 7XL. Habt ihr schon mal 7XL Bonbons bekommen? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist brutal. Ich muss heute Abend, glaube ich, auch wieder eine Mega-Entwicklung anmachen, um nicht meinen Angriff zu boosten, oder ich weiß es nicht. Entweder booste ich meinen Angriff, dass wir eben so zwei das easy schaffen, oder ich booste die XL, dass ich mehr XL von Katagami kriege beim Fangen, aber das lässt sich eh so schlecht fangen. Ich konzentriere mich auch gar nicht aufs Fangen, ja. Ich will nur schnell die Bälle weg, dass ich den nächsten annehme. Ich glaube, ich werde wieder Angriff boosten diesmal. Wenn ich eigentlich das 100er habe, dann boostet man XL. Ja, aber ich habe ja kein 100er, also booste ich lieber Angriff, dass es schneller vorbei ist. Trotzdem danke John für 7. Seit heute jetzt mein bester Kumpel Black Viper Cat 6-2 Mutterfresse mit Meisterliga Best Buddy Level 50 Ultra Selten und 4 Sterne. Meine haben immer nur 3 Sterne, der hat 4 Sterne, aber der ist ja auch Ultra Selten und deswegen gehen wir weiter zum Andy Pro Check, denn mir hat wieder jemand ein C-Day Ticket geschenkt und ich wusste wieder nicht wer, weil da immer noch kein Name dran steht. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist bei einer Yandex, dass sie das Backen kriegen, dass wenigstens der Name angezeigt wird. Wie will man denn Danke sagen? Danke an Andy Project. Du siehst, ich werde ganz blass, während ich das sage. Ist das C-Day-Ticket gewesen, hoffentlich, auf dem Ramses der Dicke-Account. Und ja, normalerweise könnt ihr das bei Neuigkeiten nachgucken, da wo auch angezeigt wird, wer eure Geschenke geöffnet hat. Aber wenn natürlich ihr das Handy aus habt, um 10 Uhr das einer schickt, bis 12.50 Uhr Leute Geschenke von euch geöffnet haben und ihr dann reingeht, dann seht ihr in dieser Anzeige, wo nur die 30 letzten Aktivitäten waren, nicht mehr, wer um 10 euch das geschickt hat. Das ist das Problem. So, Eiskorb Jens, so verwirrt war ich schon lange nicht mehr. Arktos ist geflüchtet, Rassler ist geflüchtet. Geschenke halten, Bälle halten, Arktos ist geflüchtet. Oder nochmal Rauch gezündet. Warum nicht? Dreimal Arktos geflüchtet. Wahrscheinlich ist gar keins davon aufgetaucht, aber es steht einfach so im Tagebuch. Und dann hat er nochmal Rauch und dann ist... Was willst du uns sagen? Dass du so viel Glück hattest, dass es dreimal aufgetaucht ist, dass es gar nicht aufgetaucht ist, aber dreimal das steht. Oder dass, nachdem der Rauch um war, dort steht, dass du nochmal Rauch angemacht hast. Ich verstehe auch, dass ich bin auch gerade verwirrt bei diesem Screenshot. Margo FedEx ist jetzt Best Friend mit Schilling. Habe ich gesehen, Grüße gehen raus, hab da Grüße drunter geschrieben und alle Namen, die ich in dem Video kannte, waren gar nicht so viele. Adi, du hast eine feuchte Nase. So, und dann hier 100er Wetter Boost, Katagami mitgenommen, auch sehr cool natürlich. Kaiser Kai hier, Shiny Stolunior, Selal, die große Selal Edition. Kanimani, 100, Staralili, 100, Lavados, geflüchtet. Falls du gerade ein schlechtes Gewissen hast, weil du unproduktiv bist und die ganze Zeit totschlägst, mein Mitbewohner steht seit 20 Minuten im Stau beim LKW-Simulator.
kann ja so lange sich einen Kaffee machen oder irgendwas, ne? Warum muss ich jetzt an Stefan Landei denken, wenn ich an Simulatoren, wenn ich die höre? Dann seht ihr die zwei heftigsten, legendärsten, krassesten Pokémon der Welt. Guckt euch die an, ja? Schreibt mal drunter, was es war. Nicht jetzt, Pfeffi, ich muss arbeiten. Die Zeiten sind vorbei. Ich hoffe, die Zeiten kommen irgendwann wieder, ne? Demnächst mal, heute Abend, gar nicht, weiß ich nicht. Nein, alles gut. Der böse Pfeffi aus, weil ich muss auch arbeiten. Ja, das sieht immer keiner, dass das trotzdem irgendwo Arbeit ist. Selal, hier nochmal. 100er Evoli, Shiny, Tansa, Shiny, Felino, Shiny, Weberak, Shiny, Kiesel, eine Handvoll Kiesel, Stein, Kiesel, Ling, 14, nämlich 100, Kiesling, Bronzel, Shiny, Abra, 100, Erlöst, Selm, Stolunior, Shiny, Selal, Arctos. Geflüchtet, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Wenn du das erste Mal im Fitnessstudio bist und nicht genau weißt, was du tun sollst, Bobs in die Höhe, abhängen, sitzen und auf. So sieht's gut aus, das habe ich auch gleich Pupsi geschickt. So, Zapdos, und wie soll es natürlich anders sein? Fang, hey, Zapdos ist dein Freund, Team Gelb, Zapdos, Maskottchen, bleibt am Start. Miltank, Shiny, Psyau, 100, ach, nix. Weder 100 noch Shiny, einfach nur aus dem Abenteuerrauch. Bautz, 100, Kassadur, Shiny, 2 Euro für 1 Liter Benzin, geh mal weg. 14 Euro für 1 Liter Bier, da richtig genial. Ist das eine Anspielung aufs Oktoberfest, ne? Wo die Maß jetzt wieder fast 14 Euro kostet und die Leute gehen hin und saufen sich 10 Stück rein. Aber wenn sie 2 Euro für Benzin bezahlen sollen, rasten alle komplett aus. Ist eigentlich ein cooles Bild. Kann die Leute ja zum Nachdenken anregen. Ich sag zum Beispiel auch, bevor ich 50 Euro Eintritt bezahle, damit Musik gespielt wird, die ich nicht mag und die mir nichts bringt, ich dann 14 Euro für 1 Liter Bier bezahlen muss, da treffe ich mich lieber wie ein Assi im Stadtpark bei frischer Luft mit Leuten, die ich mag und die ich kenne, ohne Eintritt zu bezahlen, und wir trinken 1 Liter Bier für 1 Euro, weil eine Flasche durchschnittlich vielleicht 50 Cent kostet. Da kannst du auch anstoßen, kannst auch coole Gespräche führen. Ihr könnt trotzdem einfach an der frischen Luft seinen Spaß haben, hin und her, bam, statt 14 Euro und 50 Eintritt. Und da sieht man vielleicht nicht so viele nackte Brüste. Kommt auf die Jahreszeit an, aber trotzdem, ja. Dann haben wir hier Thomas Speck, Katagami, 100, Pykraulon, 100. Alle drei Katagami haben die gleichen Werte mit 20,90. Ist auch eigentlich ganz witzig. Das hätte eigentlich Schocker der Woche sein können. 100% Shiny Glücks Kyokre aus Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland, für das 6.22. Was geht denn ab? Was ist bei uns ist, ich weiß nicht mal mehr, welches Jahr wir gerade haben, sozusagen. Das habe ich auch letztens getauscht, aber nicht als 100er. So, Benjamin, Solo, nun auch gemeistert mit großer Hilfe von Lennart. Durch die Einladung, danke dafür, wollte einfach nicht Sonic bei mir werden. So, hat nämlich auch Katagami hier im Solo bezwungen, 20 Sekunden Restzeit und hier noch ein Dusel gehabt. Hat jetzt hier ein Krypto drin. Also erst Mega gehabt und dann ein Krypto. Ach so, ja, hier sieht man ja. Da ist also Mega, dann ist hier Krypto, 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 denke ich mal. Das wird sein. Hier ist das Glurak natürlich tot mit 2,8. Hast du so gekämpft? Sieht gut aus. Benjamin, außerdem noch Shiny Stolunior hier. Shiny Krypto Bisasam. Rotomurf 100. Thomas Bo zeigt uns hier ein Ninja, den ihr so einfach freispielen könnt, wenn ihr genügend Erfahrungspunkte gesammelt habt. Spaß, Hauptsache das Taubsi ist nicht gegrillt und Kohlrahmen schwarz. Aus Borgi wird einfach Boxerki. Ist das ein Account, von dem ich nichts weiß? Sieht eigentlich cool aus mit dem X dazwischen geschrieben, weil eigentlich heißt er ja Borgi, ja. Dann hier wildes Messbrit. Also wildes Westbrit. Messbrit, Westbrit, das ist ja deutsch-englisch, ne? Sieht man auch nicht so oft, 1540. Annika schickt uns noch eine alte, vergammelte Spaghetti rein. Ah, sieht gut aus, ja. Spaghetti hier noch mitgenommen, Kagoron, einmal eingetütet. Ein Vogel, keine Ahnung, ob der gefangen wurde. 100% auch Katagami, die hat immer ein Mehl, kommt von vielen Baden wahrscheinlich. Jackpot bei Bierschanga, weibliches Molunk. Nach wie viel Eiern würde mich mal interessieren, oder nach wie viel Molunk-Encountern? Ist das dein erstes, das zweite, das fünfte? Das zehnte, weiblich auf jeden Fall selten, brutal. Reißt nicht ab, die Eier ausbrut, Glücksmaschinerie.
Shiny Ele Kit noch mitgenommen. Henry Niki, Wingul 100, Stolunior endlich 100, Nasgnet, Breni Stendal, Shiny, Cumulus, Kastatur, Wildgefangen, Shiny. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. So, und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Spiele drin, sondern der Schocker der Woche kommt diesmal von... So, das ist auch nicht der Schocker der Woche, aber guckt mal, wie schockiert die gucken. Die haben auf jeden Fall den Schocker der Woche verpasst hier. Monsoir und Dings hier von Maximum Mail Models. Also wer das kennt, der kennt's. Wer nett, brauchst du nichts erklären, als plötzlich Braun Strowman von hinten kam, die Augen aufgingen. Oh mein Gott, und dann hat er die einfach weggegangen. Das ist also nicht der Schocker der Woche. Gehen wir mal weiter. So, das vielleicht der Schocker der Woche. Habe ich noch nie gehabt, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gelesen. Jetzt ist es passiert, er ist komplett weg. Und wer wissen wollte, wer das ist, wer das war, was da ist, Ramses, Raid, Party, gibt's nicht mehr. Ich habe zwar schon etliches gesehen, 7, 30 und irgendwas dazwischen, aber es ist das erste Mal passiert, perma. Wer mit Ramses Raid Party mal interagiert hat oder Freunde war oder noch was ausgestehen hatte bei Gewinnspielen, sonst was, vergesst es, er ist weg, er ist weg. Ob er wiederkommt, wahrscheinlich nicht, aber man könnte das ja mal testen, nach einem Jahr wieder einloggen und gucken, ob der dann wieder da ist, weil Leute ja gesagt haben, Permaband ist auch nicht permanent, nach einem Jahr ist der ja wieder frei. Mal gucken, ob das wirklich stimmt, weil, kann die einen sagen das, aber ob die recht haben oder ob das wirklich so passt. Wenn ich dann sage, er ist wieder da, dann ist er wieder da, dann können wir das glauben. Wenn er nicht da ist, dann ist er halt nicht da. Sehen wir dann. Das war auch ein Schocker, aber musste man, konnte man gar nicht. Und deswegen haben wir hier den Schocker der Woche, nämlich ein weibliches Molung. Vom Samyang Bulldog Account, ich bin nämlich heute mal selber Schocker der Woche, aber eigentlich nicht ich, sondern der Samyang Bulldog Account ist Schocker der Woche mit einem weiblichen Molung. Nach 3 gebrüteten Molung, also das dritte Molung war weiblich, was schon relativ krass ist, finde ich. Ich habe bei meinem bestimmt 20 Molung gehabt. Gut, habe auch da schon 2 Weibchen drin, aber manche haben noch gar keinen Molung gehabt, noch gar keins gebrütet. Andere haben 50 Stück und haben noch kein Weibchen. Der hat im dritten einfach das Weibchen. Kann natürlich sein, dass Bianga jetzt, Bioshanga, im ersten direkt das Weibliche hatte. Ihre Anzahl kenne ich nicht, aber der hat noch was, und zwar ein 100er Molung. Halt nicht das Weibliche, sondern ein männliches, aber eben innerhalb von 3 Molungs. 3 Molungs gebrütet. Pokédex-Eintrag, dann kam ein weibliches hinterher, dann dachte man, genial, das dritte war einfach ein 100er, hat also ein 100er, ein weibliches, ein Pokédex-Eintrag, der könnte das weibliche entwickeln, dann hat er das weibliche, die Endentwicklung da, er hat ein 100er so für die Hand, also richtig cool und eins frei, was er abgeben könnte mal, aber er ja eh mit niemandem tauscht. Das fand ich stark, innerhalb von 3 Eiern, 3 Molung mit männlich, weiblich und 100. Alles am Start. Mehr habe ich nicht gefunden. Gab es einen anderen Schocker der Woche für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und ich nehme das jetzt hier Mittwochabend auf, weil es diesmal Raid am Mittwoch am Donnerstag wird. Dafür, dass ich ja gestern noch das Event ankündigen musste, habe ich mir das gespart, habe mir Zeit gelassen und ja, jetzt ab in die Raid Mania. Aber das wisst ihr nicht. Jetzt habe ich am Anfang geredet, heute Abend. Vergesst, das Video kommt am Donnerstag, da ist die Raid Mania schon längst vorbei, also macht gar keinen Sinn. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.